Hallo bei Kursiv Vorsprung Nachhilfe. Ich bin Tristan und ich erkläre dir heute, wie man Brüche multipliziert und dividiert. Fangen wir mit dem Multiplizieren an. Wenn wir zwei Brüche miteinander multiplizieren wollen, zum Beispiel 1/2 mal 1/3, multiplizieren wir einfach die beiden Zähler miteinander und die beiden Nenner und schreiben das Ganze als einen Bruch. Sprich, im Zähler von unserem Bruch, von unserem Ergebnis, 1 mal 1 und im Nenner von unserem Ergebnisbruch 2 mal 3. Also 1 mal 1 ist 1, 2 mal 3 ist 6, bedeutet 1/2 mal 1/3 ergibt 1/6. Machen wir noch ein zweites Beispiel, zum Beispiel 3/4 mal 5/6. Wieder multiplizieren wir die beiden Zähler miteinander, also 3 mal 5, und teilen das Ganze durch das Produkt der beiden Nenner, also 4 mal 6. 3 mal 5 ergibt 15, 4 mal 6 ergibt 24. Das heißt, wir haben 15 24stel, die können wir noch mit 3 kürzen. 15 durch 3 ist 5, 24 durch 3 ist 8, also kommt bei 3/4 mal 5/6 5/8 raus. So viel zu der Multiplikation von Brüchen. Dann machen wir als zweites noch die Division. Wir wollen also jetzt zwei Brüche durcheinander teilen, beziehungsweise ein Bruch durch den anderen teilen. Wieder erstmal ein einfaches Beispiel. Wenn wir 1/2 durch 1/4 teilen wollen, wir wollen also wissen, wie oft passt das 1/4 in 1/2 rein, dann verwenden wir die Regel, dass man, anstatt durch einen Bruch zu dividieren, man auch mit seinem Kehrwert multiplizieren kann. In dem Fall bedeutet es, anstatt 1/2 durch 1/4 zu teilen, können wir auch 1/2 mal dem Kehrwert von 1/4 nehmen, also 4/1. Jetzt sind wir wieder bei unserem vorherigen Kapitel der Multiplikation. Jetzt haben wir 1/2 mal 4/1. Das heißt, im Zähler wieder die beiden Zähler multiplizieren, 1 mal 4. Und im Nenner die beiden Nenner multiplizieren, 2 mal 1, bekommen wir insgesamt im Zähler 4, im Nenner 2, 4/2, können wir kürzen mit 2 zu 2/1 und 2/1 sind 2. 1/2 geteilt durch 1/4 ist also 2. Das heißt, in 1/2 passen 2/4 rein, macht ja auch Sinn. Okay, noch ein zweites Beispiel. Wenn wir, sagen wir mal, 4/5 durch, ja, 1/3 ist vielleicht ein bisschen langweilig, teilen wir mal durch 2/3. Also 4/5 durch 2/3 teilen wollen. Gleiches Prinzip. Die 4/5 lassen wir vorne stehen und anstatt sie durch 2/3 zu teilen, multiplizieren wir sie mit 3/2. Das heißt, wir bekommen raus im Zähler 4 mal 3, im Nenner 5 mal 2. 4 mal 3 sind 12, 5 mal 2 sind 10, also 12/10, gekürzt 6/5. 4/5 durch 2/3 ergibt also 6/5. Dann machen wir noch einen kleinen Zusatz. Und zwar, wenn wir nicht zwei Brüche miteinander dividieren, also einen Bruch durch den anderen dividieren wollen, sondern eine ganze Zahl, zum Beispiel wenn wir 2 durch 1/4 teilen wollen, also nicht wie vorhin ein Bruch durch einen anderen Bruch, sondern eine ganze Zahl durch einen Bruch, dann können wir entweder die ganze Zahl vorne auch als Bruch schreiben. 2 als Bruch sind 2/1, geteilt durch 1/4 wäre 2/1 mal 4/1,
Also 8 Eintel und 8 Eintel ergibt 8. Oder wir können auch, anstatt das so umzuschreiben, das ist Geschmackssache, dem einen fällt so leichter, dem anderen so, anstatt die 2 in 2 Eintel umzuschreiben, können wir auch aus 2 geteilt durch ein Viertel machen, 2 mal 4 Eintel ist gleich, dann die 2 nach oben ziehen, 2 mal 4 durch 1 und läuft natürlich am Ende auf das gleiche hinaus, 8 Eintel, also 8. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann könnt ihr euch gerne noch andere von uns anschauen oder unsere Seite auch liken. Und bis zum nächsten Mal.